Hey Freunde, es gibt bestimmt noch vieles, das wir nicht kennen oder noch nie gesehen haben. Und vielleicht geht es euch heute auch so in diesem Video. 8 unglaublich große Tiere. Nummer 8. Das hier ist die größte Fledermaus bzw. der größte Flughund. Er frisst Früchte und lebt in Neuseeland. Unglaublich, er ist einfach mal halb so groß wie der Mann. Und der Platz 7, die größte Kuh der Welt, hat deutlich über eine Tonne Gewicht oder für alle Fastfood-Fans umgerechnet knapp 7700 amerikanische Big Macs. Ja, davon kann man halten, was man will. Und die Nummer 6, die japanische Riesenkrabbe, ist mit Abstand der größte Gliederfüßler, ist mit bis zu 20 Kilogramm schwer und hat eine Beinspannweite von fast 4 Metern bei einer Körpergröße von knapp 40 Zentimetern. Wahnsinn! Kommen wir zu Nummer 5, die Agerkröte. Sie wird bis zu 40 cm groß und sondert ein giftiges Hautsekret ab. Dieses kann für Säugetiere, Vögel und Reptilien tödlich sein. Übrigens, die Kröte wurde auch in der Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 4. Dieses haarige Tierchen ist die wahrscheinlich größte Spinne der Welt. Die Spinne hat eine unfassbare Beinspannweite von bis zu 30 cm. Bislang wurde sie nur in Höhlen entdeckt. Sonst weiß man noch so gut wie nichts über den achtbeinigen Krabbler. Aber für mich war das schon genug Information. Weiter zu Nummer 3, der chinesische Riesensalamander. Er steht unter Natur- und Artenschutz, ist bis zu 180 cm lang, 60 kg schwer und kann bis zu 60 Jahre alt werden. Was es nicht alles gibt, naja. Weiter geht's mit der Nummer 2, der riesigen Wetergrille. Diese Grillen leben ausschließlich auf einer kleinen Insel vor Neuseeland. Sie zirpen so laut, dass ihre einzigen natürlichen Feinde, nämlich Vögel, vor lauter Lärm die Flucht ergreifen. Die lärmenden Insekten leben hauptsächlich auf Bäumen und können lustigerweise nicht hüpfen. Kurios. Und damit wären wir auch schon beim Platz Nummer 1, das flämische Riesenkaninchen. Diese Kaninchen werden bis zu knapp 12 Kilogramm schwer und wie man hier sehen kann, riesengroß. Das Kaninchen auf dem Bild ist einfach mal so groß wie der Schäferhund. Ja Leute, wenn euch das geflasht hat, gebt doch einen Daumen nach oben und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao!